Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Peter Perraus. Ich bin Filialleiter für die Held und Franke in Horn. Unter dem Dach der Haber Group haben wir beide Marken Haber und Held und Franke hier vertreten. Seit 40 Jahren bin ich hier am Standort und komme jeden Tag gerne in die Firma. Mit über 350 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen decken wir das komplette Bauspektrum im Hoch- und Tiefbau ab. Wir haben ein sehr engagiertes, treues und tüchtiges Team. Wir freuen uns über jeden neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Kommt zu uns, wir haben ein tolles Betriebsklima. Ich werde es nicht bereuen. Glück auf! Grüß euch, ich bin der Christian. Ich bin seit 3 Jahren bei der Held und Franke. Ich bin im Bereich Straßenbau in Horn tätig. Unsere Arbeiten sind Siedlungsstraßen, Außenanlagen, diverse Asphaltierungsarbeiten, Arbeiten bei der ÖBB und Pflasterungsarbeiten. Bei der Hell und Franke bin ich schon so lang, weil der Arbeitsplatz ein sicherer ist, weil das Team leibend ist und weil die Kollegen passen. Man kann sich verlassen und neben den Arbeiten ist auch immer ein Schmäh dabei. Der Umgang untereinander ist dann wirklich guter. Ein jeder packt mit an. Zu arbeiten ist das in jeder Firma, aber bei uns ist auch ein Schmäh, wenn es einmal traurig wird. Von einem neuen Kollegen erwarten wir auf jeden Fall Verlässlichkeit, dass er fleißig ist und die Liebe zum Bau, das wird er auf jeden Fall mitbringen. Grüß euch, ich bin der Lukas, der Bauleiter von Christian. Meine Aufgabe ist die Einteilung der Arbeiter, zu schauen, dass alles auf der Baustelle ist, was sie brauchen, wie Materialbestellungen, Gerätedispositionen, die Kontakte mit den Bauherren. Ich stehe ständig in Kontakt mit dem Vorarbeiter vor Ort und kümmere mich darum, dass sie problemlos arbeiten können. Das Wichtigste für mein Team ist, dass es fair abläuft, dass Versprechen eingehalten werden und dass sie eine gute Ausrüstung zum Arbeiten haben. Fehler auf der Baustelle können und dürfen passieren. Am meisten bei der Hell und Franke schätze ich den Zusammenhalt. Diesen spürt man, sobald man auf die Baustelle kommt. Es herrscht eine echte Kollegialität und ein Zusammenhelfen. Über neue Mitarbeiter würden wir uns sehr freuen.